WeCycle sucht Jobs und hier ist Nico Ockenfels. Ihm ist kalt, hat er gesagt. Hallo Nico. Servus. Ja, war deine Idee, hier draußen zu filmen. Ja, sieht nämlich schön aus. Ich zeig's mal gerade, komm mal mit. Das ist dein Ladengeschäft in St. Wendel. Viele werden es kennen von den Videos, aber nur von innen. Und ich habe einen super Weitwinkel gerade drauf, deswegen kann man es gut sehen. Es ist ein großer, ganz moderner Kubus, den du wann gebaut hast? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Das war also 2017, bist du hier eingezogen. Mhm. Du hast ein zweites Geschäft in Riegelsberg. Du suchst männlich, weiblich, divers einen Springer. Nämlich jemand, der technisch versiert ist, sich aber ein paar Sachen zutraut. Ja, wir suchen einfach jemanden, der wirklich in dem Bereich tätig ist, den Verkauf zu unterstützen, die Werkstatt zu unterstützen. Also wirklich jemanden, der das jetzige Personal mit unterstützt in seinen Aufgaben. Wenn man das im Bereich Verkauf sieht, haben wir ganz viele Backoffice-Tätigkeiten, Thema Leasing, Thema Finanzierung, Kundenkommunikation, Telefonieren. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit festgestellt, dass die Verkäufer zu 50% damit beschäftigt sind, administrative Sachen zu machen, also viel Papierkram. Und ja, die Verkäufer sollen im Endeffekt ja das tun, für was sie eingestellt sind, das heißt den Kunden beraten. Und deswegen suchen wir in dem Bereich jemanden, der das Team hiermit unterstützt oder auch die Werkstatt, das heißt also Abwicklung. Wir haben Wertgarantie, wir haben Schadensfälle, ähnlich wie beim Auto auch, die abgewickelt werden müssen, dass die Zahlungen halt auch reinkommen. All solche Sachen sind die Aufgaben, die hier in das Tätigkeitsfeld reinfallen. Ja, wir sind hier in St. Wendel. Schön wäre es, wenn die Person an beiden Stellen einsetzbar wäre. Das heißt, in Riegelsberg und St. Wendel, muss nicht unbedingt sein, wäre aber klasse. Die Voraussetzungen sind, ich sage mal, jemand sollte sich für Fahrräder interessieren, sollte ein bisschen kaufmännischen Hintergrund haben. Kaufmännisch, ja. Das Thema Fahrrad ist gar nicht mal so der Punkt. Also es kann komplett branchenfremd halt auch sein. Entscheidend ist ja wirklich die Abwicklung halt auch. Das heißt, wir haben ja keinen oder wir suchen ja keinen direkten Berater in dem Sinn. Klar kann es natürlich halt auch mal sein, dass man mal kurz mit einem Kunden in Kontakt tritt, sprich telefonisch oder ähnliches und der hat nochmal eine Rückfrage. Aber im Allgemeinen geht es wirklich darum, Verkauf, Werkstatt, das Backoffice im Gesamten zu unterstützen. Das ist in erster Linie eine kaufmännische Tätigkeit. Aber das kann auch jemand sein, der einfach die Affinität dazu hat, solche Sachen halt auch gut handeln zu können. Das heißt, ich muss schon sehr akribisch sein, ich muss ein gutes Management halt auch haben, um wirklich halt auch die Verkäufer oder die Werkstatt halt dann auch mit zu unterstützen. Vollzeit? Vollzeit, ja. Und für uns wäre es natürlich jetzt eine komplett neue Stelle, die wir schaffen, aufgrund der Situation, die sich durch Corona abgebildet hat. Die Nachfrage wird immer größer, das Telefon steht nicht mehr still. Ist wirklich so. Ich meine, ja. wir betreuen dich jetzt schon ein paar Jahre. Es ist massiv gewachsen, ist aber nur ein Strohfeuer, deswegen ist der Job auch begrenzt. Nein, wir bieten eine unbefristete Stelle an. Also ich wage da schon den Weg zu sagen, okay, wir probieren das jetzt nicht nur mal. Das heißt, du erweiterst langfristig die Stelle. Wir erweitern langfristig. Wir sehen einfach den Bedarf auch dort dafür. Wir müssen ein bisschen anders denken. Die Situation hat sich für uns komplett geändert. Andere Märkte agieren schon längst so. Da gibt es solche Posten ja. Für die Fahrradbranche ist das vielleicht komplett neu. Aber ich will hier einfach neue Wege gehen und einfach halt auch hier einen Job schaffen, der sehr vielfältig ist, der aber auch mit Spaßprodukten zu tun hat. Man muss immer dazu sehen, unsere Kunden wollen diese Produkte haben, es macht ihnen Spaß oder das freiwillig. Freiwillig, genau, sowas zu nutzen. Und das ist ein großer Unterschied, wie wenn ich jetzt nur in einem Callcenter bin und den 5. Anruf kriege und der Kunde beschwert sich wieder oder ähnliches. Das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Also es klingt so, als könnten das viele Berufsbilder machen, also die, ich sag mal, kaufmännisch sind, die also kundenfreundlich sind, Kundenkontakt haben. Denn übrigens auch ein Grund, warum wir nicht reingehen, ist, ihr habt strenge Maskenpflicht. Wir drehen ja draußen jetzt ohne Maske, halten Abstand. Aber das nehmt ihr sehr ernst. Und falls es einen Lockdown geben sollte, ihr seid davon natürlich betroffen durch die Präsenzgeschäfte. Ihr habt aber auch einen Versand. Das heißt, auch in der Zeit könnte es weitergehen. Es wird wahrscheinlich sogar weitergehen. Ja, wir müssen weiterhin Gas geben. Das heißt also auch gerade, wenn wir so jemanden relativ schnell finden, geht es ja auch darum um die Einarbeitungszeit. Es geht jetzt nicht primär darum, klar, es kommt kein Kunde in dem Sinn mehr rein. Dennoch, das Telefon steht nicht still, die Leute sind zu Hause, sie sind gelangweilt, sie wollen Spaß haben, wollen trotzdem ein Fahrrad haben. Die Werkstatt ist ja weiterhin geöffnet, der Versandhandel läuft weiterhin halt auch. Und von daher nutzen wir die Zeit, sofern der Lockdown kommt, um für die Bestehenden halt auch mal Überstunden abzubauen, aber halt auch, um neue Mitarbeiter mehr zu trainieren.
trainieren, mehr in die Materie zu kommen. Also ein bisschen Mädchen für alles. Das heißt, ich kann den Vertrieb, ich kann auch mal in die Werkstatt ein bisschen mithelfen, ich kann Abwicklung machen, ich kann Anfragen machen. Ich bin sehr vielfältig. Also für Menschen, die nicht immer gern eine Sache machen, sondern sagen, okay, genau, ich fuchse mich da rein, ich kann das ein bisschen machen. Also wer ein bisschen organisieren kann, männlich, weiblich, divers natürlich, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, spielt keine Rolle. Jetzt von den Öffnungszeiten her, was viele interessiert, ist der Samstag. Da muss man ja offen drüber reden. Ein Großteil des Geschäftes findet auch Samstag statt. Ja, klar. Wir haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das heißt, die Arbeitszeiten richten sich schon in gewisser Art und Weise nach unseren Öffnungszeiten. Wir als Team beginnen ja schon um 9 Uhr, in der Sommerzeit sogar schon um 8:30. Klar, immer mit einem Ausgleichstag dann halt auch irgendwo. In der Saison ist das ein halber Tag und in der Nebensaison ist es ein ganzer Tag als Freizeitausgleich für die Stunden dann. Also wir reden von einer klassischen 40-Stunden-Woche. Ja, und wie gesagt, im Optimalfall sogar für beide Standorte. Wenn derjenige, ich sage jetzt mal, zwischendrin liegt Illingen, dann hat er jeweils 15 Kilometer in die eine oder andere Richtung. Okay, das heißt also, Leute aus Illingen haben schon mal gute Chance. Sie haben halt die beste Ausgangslage, so will ich es vielleicht mal sagen. Das liegt genau dazwischen. Das liegt genau dazwischen. Ich kann euch sagen, ich komme aus Saarbrücken, also nach St. Wendel fährt man gefühlte 25 Minuten, weil die Verbindung mittlerweile sehr gut ist. Das heißt, man kann auch durchfahren, wenn man nicht gerade, ich glaube, morgens. Zug geht super schnell. Zug geht super schnell. Und der Bahnhof ist jetzt hier unmittelbar, ich sage jetzt mal, 500-600 Meter entfernt. Also auch, sage ich mal, morgens dann oder abends zu Fuß schnell zu erreichen. Oder vielleicht holt ein Arbeitskollege einen schnell mit zum Bahnhof. Also auch das ist denkbar. So, das Gehalt ist ja, das nennt sich bei euch Schmerzensgeld. Urlaubs gibt es ja auch keinen, oder? Natürlich gibt es auch Urlaub, also all das ist vorhanden. Es gibt gewisse Benefits, die einfach sich auch, wenn man sich Interesse hat an dem Produkt halt auch vergünstigt, die Produkte erhält. Das ist natürlich auch alles dort mit enthalten. In üblicher Weise hat er ein eingeschworenes Team, ihr feiert auch zusammen, ihr macht alles, aber jetzt wegen natürlich diesen Zeiten im Moment ein bisschen eingeschränkt. Im Moment ist viel zu tun, muss man auch ehrlich sagen. Also jemand, der ungern arbeitet, vielleicht im Moment gerade nicht bewerben, weil das Thema E-Bikes weiß jedes Kind, genauso wie andere Branchen wie Wohnmobile und so, das geht jetzt richtig durch die Decke. Du machst das Ganze aber nicht erst seit gestern. Das heißt, also ihr seid lange im Geschäft. Auch hier so einen Laden hier hinzustellen, der hat ein paar Millionen gekostet, macht einen Höllenumsatz. Das macht dir richtig Spaß und ihr seid ein Familienbetrieb. Selbst deine Frau arbeitet mit. Ja, selbst meine Frau ist hier in St. Wendel tätig. Auch im selbst ist jetzt schon gemein, aber aber im Gesamten natürlich klar, alles was Backoffice halt auch angeht, unterstützt sie natürlich dann halt auch und ist natürlich voll involviert in die gesamte Materie. Und wir sind quasi das Zugpferd von Recycle. Sehr schön. Also es wäre aber auch möglich, dass ich mal im Versandhandel eingesetzt werde. Also wenn es da mal brummt, dass man heißt, hilf mal damit. Das kann auch sein. Es gibt ja drei Wege, wie ihr im Moment verkauft. Zwei stationärer Handel, ein großer Versandhandel. Also das könnte auch mal sein, dass man heißt, bitte mal mithelfen an dem Tag. Der Kollege ist krank. Ja, sowas kann natürlich vorkommen. Das passiert im Team auch schon mal. Bleibt aber nicht hängen jetzt für ein Jahr. Nein, aber es ist sicherlich auch interessant, auch die Positionen kennenzulernen, weil dann lerne ich das gesamte Unternehmen kennen und kann mich auch mehr in die anderen Sachen halt reindenken, ne? Also wie funktioniert das Geschäft? Und das ist schon ein großer Vorteil. Also klar, ich kenne alle Positionen, ich habe alles schon durchgemacht. Wow. Und von daher hat es natürlich den Vorteil, dass ich mich in den Bereichen halt dann schon komplett auskenne, aber wir haben jetzt eine Größenordnung einfach erreicht, wo ich nicht überall. Wie viele Leute arbeiten hier insgesamt? Also insgesamt an beiden Standorten sind wir knapp 30 Leute. Echt? Ja. Das war mal viel weniger vor kurzem. Ja, mit Aushilfen natürlich halt auch gerechnet. Also auch da haben wir stark zugelegt. Wir suchen wirklich massiv Personal, weil wir gewappnet sein wollen für die kommende Saison und für die Saisons, die noch folgen. Der Boom ist unaufhaltsam. Selbst im Winter. Normalerweise ist hier tote Hose, könnte ich ein bisschen erholen. Ja. Du hoffst sogar auf bestimmte Dinge, dass das mal passiert, dass die Mitarbeiter auch mal sich ein kleines bisschen erholen können. Es ist so, aber es wird besser. Man muss sagen, die Organisation,
hast die Leute nachgerüstet. Ja. Es gab aber Zeiten, da seid ihr auf dem Zahnfleisch hier gegangen und das darf nicht nochmal passieren. Richtig. Das ist das, wo wir daraus gelernt haben aus der Situation und deswegen auch jetzt diese Position schaffen wollen, damit die Verkäufer mehr konzentriert sind in dem, was sie hauptsächlich tun sollen und nicht, sage ich mal, jede Menge Baustellen haben und dann die E-Mails nicht beantworten können, nicht ans Telefon gehen können. Bei uns ist primär immer der Kunde stationär wichtig, dann bleibt das Telefon einfach mal liegen und das soll die Person natürlich dann auch mit übernehmen. Heißt aber jetzt nicht, dass die Verkäufer dann gar nichts mehr machen und wenn kein Kunde kommt. Nein, also hier geht es wirklich darum, sich voll zu integrieren und je nachdem, vielleicht entwickelt sich es auch anders und es ist ein Top-Verkäufer und dann suchen wir nochmal für die Stelle. Also alles ist prinzipiell möglich. Man okay. ist, wenn man multifunktional unterwegs ist und ist man auch gefragt. Ist man natürlich auch gefragt, aber ich denke, wir haben ein Produkt, was Spaß macht, wenn man selber auch Interesse daran hat. Das macht halt auch nochmal einen großen Unterschied aus. Und gerade auch hier modernes Objekt, Personalräume, Dusche, also auch sowas ist alles vorhanden. Ja, was Tolles, im Sommer, ihr habt eine riesen Klimaanlage, es kann nie zu heiß werden. Die fehlt leider noch. Ihr habt aber tolle Dachluken. Nee, es war wirklich warm. Aber du denkst auch da über Lösungen nach. Auch da denke ich über Lösungen nach. Wenn ich mal vielleicht eine nächste Halle baue, ist auf jeden Fall eine Klimaanlage drin. Gut, Spaß für dich. Also ihr seht schon, ist ein lockerer Typ. Also wenn ihr Lust habt, ihr seht das jetzt. Ihr habt vielleicht einen Job, seid da nicht so ganz zufrieden oder macht immer das Gleiche. Steht vielleicht am Fließband. Es soll Leute geben, die für 6.000, 7.000 Euro den ganzen Tag Schichtarbeit machen und da keine Lust mehr drauf haben. Letzte Frage, geht der Tag hier schnell rum? Ja. Gut, ich hätte 48 Stunden, aber so ist es leider nicht. Okay, die meisten arbeiten ja auch hier freiwillig, oder? Sie arbeiten alle freiwillig. Ja, super. Ja, wenn ich mich bewerben will, wie kann ich mich bewerben? Wie läuft das? Gehe ich auf die Webseite, steht da die Stelle? Die Stelle wird auch dort ausgeschrieben werden jetzt. Wir haben das relativ spontan jetzt gerade ja auch besprochen gehabt und wir denken, dass wir über dieses Medium halt anders die Leute erreichen, weil es ist keine Stelle, die ich jetzt einfach mal so verschriftliche. Der eine sieht es dem anderen, erzählt es dem anderen, sagt hier, da genau, ist was. Am besten mal anrufen oder eine Mail schreiben. Am besten eine Mail schreiben, das ist so der einfachste Weg. Die Frage mit der Diskretion dann, das heißt, du rufst aber in jedem Fall den alten Arbeitgeber an und informierst dich dann, auch wenn er noch da arbeitet, oder? Nein, das machen wir natürlich nicht. Nee. Diskretion ist pur, das bedeutet, du wirst ihn nicht anrufen, wirst ihn nicht kontaktieren, das wird ganz diskret behandelt. Genau. Kann ich dich direkt anschreiben? Ja, also es geht eigentlich direkt an mich, an Nico mit C at recycle.de. Wir blenden es vielleicht auch nochmal ein. Das Recycle zusammengeschrieben? Das Recycle zusammengeschrieben. Also Nico, N-I-C-O. Richtig, at recycle, wie du es hier quasi siehst, nur ohne Leerzeichen.de. So, also Nico, N-I-C-O, at recycle.de. Wir suchen männlich, weiblich, divers, ein Allround-Talent, was, ich sag mal, gerne mit dem Thema Fahrräder sich beschäftigt und sich natürlich mit diesem tollen Unternehmen identifizieren kann. Vielleicht noch ein netten Nebeneffekt, der Nico zahlt auch seine Rechnung pünktlich. Also er ist ein sehr solventes Unternehmen, zumindest uns gegenüber. Und das ist ja auch ein Thema heutzutage in der heutigen Zeit. Also ich denke, das Thema Fahrradhandel wird die nächsten Jahre noch richtig boomen. Und ja, wer hätte das gedacht, dass es mal so endet, vor 10 Jahren, als du, oder 12, als du das erste E-Bike bekamst, dass mittlerweile die Majorität an Fahrrädern, die du verkaufst, einen Motor hat, oder? Ja, klar, natürlich, das E-Bike hat nochmals einen Boom ausgelöst, wie Anfang der 90er das Mountainbike im Allgemeinen. Nur ist natürlich auch der Durchschnittspreis deutlich nach oben gegangen. Ja, wir wissen, dass wir teure Produkte verkaufen. Das ist jetzt nicht einfach mal schnell ein T-Shirt gekauft und wenn es nicht passt, dann lege ich es halt in den Schrank. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Und für mich ist einfach der Standard halt schon wichtig, dass die Kunden auch wissen, dass sie hier viel Geld da lassen und dass sie auch die Wertigkeit von uns bekommen. Das ist eine Frage, wenn ich Saarländisch spreche, Dialekt und kann nicht gut Hochdeutsch, ist das ein Problem? Können wir ihm ja noch beibringen. Nee, gar nicht. Also, das heißt, die Leute sind bodenständig hier, ja. Ihr habt ganz normale Menschen hier und die kommen ja, wie du schon gesagt hast, du bist in der Freizeitbranche, Leute haben viel Spaß hier. Ich glaube, hier geht es ein bisschen anders zu wie bei anderen Branchen. Trotzdem müsst ihr in der Sache ja sehr konkret sein. Das heißt, jeder wartet, dass sein Bike richtig fertig ist, dass zum Abholtermin bereit ist, dass die Reparaturen laufen und so weiter. Ihr habt eine Warenwirtschaft, die Einarbeitung nochmal ganz kurz, weil das ist ein wichtiges Thema, auf das viele zielen. Werde ich hier ins kalte Wasser gestoßen oder jetzt mal ehrlich? Nein, deswegen, auch wenn jetzt das Thema Lockdown ist, das ist so die Zeit, wo wir dann gut uns mit demjenigen beschäftigen können und alle Schritte halt durchgehen. Wir müssen ja auch mal definieren, wo fangen wir an. Dadurch, dass die Stelle so
breit ist natürlich halt auch, kann man jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt alles auf einmal, sondern wir werden Step by Step, sage ich mal, denjenigen dort heranführen. Es ist halt nicht so eine Standardstelle und deswegen glaube ich, dass wir die über dieses Medium besser transportieren also, können. Also doch ins kalte Wasser. Schön, Nico. Also Nico, N-I-C-O at recyclezusammengeschrieben.de. Ich bedanke mich. Ein sehr ehrlicher Mensch, der Nico. Er steht in Sankt-Wendel übrigens vor seinem Laden. Der andere ist in Riegelsberg. Ortsausgang. Was ist noch Ortsausgang nochmal? Der Laden rechts? Also Richtung Heusweiler dann. Genau, Kaufland. Kaufland. Ja. So, in Richtung Kaufland. Ja, vielen Dank, Nico. Und ich hoffe, du findest jemand männlich, weiblich, divers. Wir drehen heute am 9. Dezember 2020, ruft ihn ruhig an. Auch wenn ich Fragen habe, ruhig schreiben. Nico Ed habe ich gesehen und so weiter. Auch wenn ihr jemand kennt, ganz, ganz wichtig, der jemand, wo ihr jemand kennt, der also zum Lachen in den Keller geht und ihr das ändern möchtet, dann sagt dem doch Bescheid, dass es die Stelle gibt. Ich meine, das ist ja auch so ein großes Thema, der sowieso schon immer, der vielleicht auch sogar gerne E-Bike fährt oder Mountainbike oder Fahrrad und so weiter. Und vielleicht finden wir ja die Stelle. Ja, würde mich freuen. Ich freue mich auf die Bewerbung. Ja, sehr gerne. Tschüss, Nico. Ciao, Sven.